Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin überwältigt, wie viele Leute da sind. So viele Studenten für eine vollkommen freiwillige, klausurirrelevante Veranstaltung. Also freut mich total. Freut mich total. Ich verspreche Ihnen, es wird relativ spannend und ungewöhnlich. Es dauert ungefähr 60 Minuten und dann können wir noch gut eine Dreiviertelstunde oder so diskutieren. Es ist wie folgt aufgebaut: Wo steht die Weltwirtschaft? Ganz kurz, ein Flash. Dann der zweite Teil, der ist mit Abstand der größte, unsichtbare Zahlungsströme. Wer zahlt an wen? Und der dritte Teil, Wege in eine andere, in eine menschlichere Wirtschaft. Wo steht die Weltwirtschaft? Also in den letzten Wochen, wenn man zu EZB und Draghi surft oder die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, liest man zum Beispiel, Draghi geht größere Risiken ein. Das war jetzt Anfang September oder Ende September in der FAZ. Anleihenkäufe von 60 Milliarden Euro pro Monat mindestens bis Ende 2017. 60 Milliarden pro Monat. Dazu muss man wissen, wenn die EZB, wenn unsere Notenbank Anleihen einkauft für 60 Milliarden, heißt das, dass im Gegenzug Geld druckt. Das heißt, die EZB schöpft momentan pro Monat 60 Milliarden Euro neue Geldscheine. Das ist tatsächlich so. Kommt gleich noch, was so dahinter steckt. Dazu kommt, dass die eben ganz niedrige Zinsen momentan verlangt, die EZB. Man sieht das hier, normalerweise seit der Gründung waren die Zinsen so zwischen 2 und 4,5%. Und seit der Finanzkrise 2007 ist der Zins auf 1%, momentan bei 0%. Und das bei einer Inflationsrate von 1 bis 2%. Also seit etwa 7 Jahren haben wir in Europa Nullzins, im Euroland Nullzins oder Negativzinsen. Das gab es noch nie so in der Geschichte. Und die amerikanische Notenbank macht das Gleiche. Die macht hier seit 7 Jahren Nullzinspolitik, die US Fed. Und wenn man das im langfristigen Vergleich mal anschaut, 1913 wurde sie gegründet, die Zinsen waren eigentlich immer 2, 3, 5% oder auch mal über 15%. Das heißt, die haben hier 7, 8 Jahre Nullzinspolitik gemacht in den USA. Das gab es noch nie in der Geschichte. Also eine ganz ungewöhnliche Situation, wenn wir die Notenbankpolitik ansehen. Ist auch in keinem Lehrbuch drinnen. Wenn wir VWL-Lehrbücher anschauen, nicht vorgesehen. Nullzinspolitik von Notenbanken existiert nicht. Also die VWL-Unterrichten haben momentan ein bisschen Probleme, weil es eigentlich das gar nicht gibt, was wir momentan sehen seit ungefähr 2007, 2009. Das Ergebnis dieser Zinssenkung und dieser Geldflutung sehen wir in diesem Bild hier. Die amerikanische Notenbank hat die Zahl der US-Dollarscheine von 100 auf 500 erhöht. Die amerikanische Notenbank hat die Geldmenge, die Dollarbündel, das meiste ist allerdings in Chiralgeld, in elektronischem Geld, verfünffacht. Hier in wenigen Jahren sind sie hochgefahren. Hier war Lehman, September 2008, die Finanzkrise war am Rande der Kernschmelze der Welt, dass eine Bankenpleite war, der größte amerikanische Versicherungskonzern war pleite, die zweitgrößte deutsche Bank, Commerzbank war pleite, Frau Merkel hat die gekauft, ja, um sie zu überleben zu lassen. Also hier war eine sehr, sehr kritische Situation und wir sehen, die haben die Geldmenge verfünffacht, die Bank of England auch. Draghi geht jetzt steil diesen Kurs hinterher, die Europäische Zentralbank ist momentan etwa bei 400. Das heißt, die Zahl der Geldscheine, jetzt also ganz im Ernst, ja, diese Euroscheine haben sich etwa vervierfacht jetzt in den letzten 7 bis 10 Jahren. Das meiste ist allerdings Chiralgeld, weil die meisten Zahlungen laufen ja über Chiral, Zahnarzt und alles mögliche, Überweisungen. Ja, also es ist eine Situation, die gab es in der Geschichte noch nie, dass eine Geldmenge sich vervierfacht, verfünffacht. Und normalerweise heißt es ja, wenn ich den Geldberg vervierfache, verfünffache, dann müsste ja eigentlich, wenn die Produktionen in etwa gleich sind, auch die Preise auf das 4- bis 5-fache steigen. Also 3 Jahre nacheinander 50 bis 100% Inflation, um auf diese 500 zu kommen. Ja? Deswegen ist auch oft die Sorge im Raum in vielen Zeitungen, vor allem in Deutschland, kommt denn Inflation? Jetzt schauen wir uns auf die realen Grundlagen. Warum haben diese Kerle, die Frau Yellen, die Notenbankchefin von den USA, warum hat der Draghi und andere, warum haben die solche Panik offenbar? Denn wir senken ja Zinsen, damit die Leute bauen, die Unternehmen investieren. Also wenn wir solch eine Nullzinspolitik machen, Negativzinspolitik über so lange Zeit mit solcher Geldvermehrung, dann müssen die nicht nur Sorge haben, sondern geradezu Angst oder Panik. Ja, was steckt da eigentlich dahinter? Für uns als Volkswirte ist das extrem beunruhigend. Wie kann das sein? Das ist
also wirklich was, wo man erstmal fast schon schockiert ist. Die realen Grundlagen, wenn wir uns anschauen, USA, die Wirtschaftsentwicklung, US GDP, Constant Prices, also Finanzkrise war nicht schön für die Amis, ja, ging Sozialprodukt runter, das sind real, die reale Produktion, aber seither zieht es eigentlich recht gut an die Ökonomie. Also warum hat die Yellen die Geldmenge verfünffacht, obwohl die Ökonomie eigentlich real ja ganz gut flutscht? Eurozone war ein bisschen schlechter, hier war die Finanzkrise, ging Sozialprodukt runter, dann Double Dip noch mehr runter. Aber jetzt sagen wir mal, seit 2013 etwa zieht es eigentlich auch im Euroraum ganz gut an. Und 2014 hat Draghi begonnen mit dem Gelddrucken, hat die Geldmenge verdoppelt. Warum um alles in der Welt verdoppelt er die Geldmenge, wodurch eigentlich die Wirtschaftsdaten nicht so schlecht sind, nicht so panikerregend sind? Ja, warum hat er solche Panik? China, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, China zieht einfach nur durch, da merken wir nicht mal die Finanzkrise. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde. USA ist nach wie vor die Abstand wichtigste Ökonomie mit fast ein Viertel der Weltproduktion. Also man sagt, China ist Weltlokomotive. Das stimmt jetzt in dem Fall nicht so, weil USA ist deutlich größer. Jedenfalls, China zieht einfach nur durch. Ja, also da gibt es gar keinen Grund zur Sorge. Großbritannien und Brexit so am Rande. Im Juni 2016 haben die Briten ja beschlossen, auszusteigen. Wir lesen in den Zeitungen ständig, oh, ganz schlecht für die Briten, gar nicht gut, Investitionen runter, Arbeitslosigkeit. Naja, und im September konnten wir lesen, UK Unemployment Rate at 42-Year-Low, das ist die Arbeitslosenquote, die ist so niedrig wie seit 42 Jahren nicht. Also den Briten geht es eigentlich momentan hervorragend ökonomisch. In den Medien wird das interessanterweise etwas anders dargestellt. Ja, das kann auch daran liegen, dass wenn es jetzt gut geht in Britannien, dann kommen vielleicht andere auch auf die Idee. Also bitte, wenn man solche Dinge anschaut, genau die Daten anschauen, die realen Grundlagen und dann überlegen, was die Medien berichten. Und das stimmt nicht immer 100% überein. Ja. Das nur am Rande zum Brexit. Jedenfalls den Briten geht es auch gut. Ja, also warum haben die die Pfundscheine verfünffacht? Deutschland, bei uns geht es extrem gut. Ja, wir hatten hier den stärksten Einbruch von allen Industrieländern, eine Finanzkrise, haben uns aber auch am stärksten wiederholt und sind heute auf einem neuen Hochstand. Und unsere Arbeitslosigkeit ist auf einem 37-Jahres-Low. Also Deutschland geht sehr, sehr gut. Da gibt es andere Länder im Euroraum, denen geht es sehr viel schlechter. Jedenfalls aus Draghi-Brille. Warum und alles in der Welt verdoppelt der die Geldmenge jetzt in wenigen Jahren? Der DAX, das sind jetzt Zahlen von gestern Abend, heute Morgen. Der DAX, der deutsche Aktienindex, gilt ja auch als Indikator für die Konjunkturlage von unserem Land. Ja, der ist auf dem All-Time-High. Ja, hat letzte Woche ein neues Allzeithoch. Also, wo ist das Problem? Ja, DAX flutscht. Auch weltweit, der weltweit wichtigste Aktienindex, der S&P 500, die 500 wichtigsten amerikanischen aktiennotierten Unternehmen sind auch beim All-Time-High, sind so hoch bewertet wie noch nie in der Geschichte. Manche sprechen jetzt von einer neuen Bubble, einer Blase, vielleicht überbewertet. Jedenfalls, die Börsen steigen, die Konjunktur steigt. Warum haben die diese Nullzinspolitik? Will ich so am Anfang als Frage aufwerfen, als Flash. Und der Euro hat sich auch ganz gut entwickelt. Ich meine, hier haben die Amerikaner aufgehört, Dollar zu drucken. Prompt ist der Euro in die Knie gegangen. Aber jetzt ist er eigentlich relativ stabil. So, das ist jetzt so die Weltkonjunkturlage. Nochmal so als die Fragestellung, warum haben die Geldmenge verfünffacht? Warum machen die Nullzinspolitik? Nullzinspolitik heißt bei einer realen Inflationsrate von 1-2% Negativzinspolitik. Frau Merkel zahlt momentan 0,7% pro Jahr Zinsen und die Inflationsrate in Deutschland ist 1,5%. Das heißt, sie leiht sich heute 100 Euro und zahlt am Jahresende nur 99,50 Euro zurück. Wer momentan Schulden macht, hat mehr, wenn er zurückzahlt, als vorher, wenn Sie die Preissteigerungsrate reinrechnen. Also es sind Situationen, die haben wir in den letzten 200 Jahren Wirtschaftsgeschichte praktisch nie gesehen. Warum? Was steckt dahinter? So als Eingangsfrage. Unsichtbare Zahlungsströme. Wer zahlt an wen? Jedes Mal, wenn wir ein Produkt kaufen, lösen wir bestimmte Zahlungen aus. Jeder Produktpreis, also wenn ich mir ein Cappuccino oder Flasche Wasser kaufe, sagen wir für 1 Euro, dann ist dieser Produktpreis zusammengesetzt aus zwei Komponenten, ökonomisch gesehen. Aus Kapitalkosten und aus Arbeitskosten. Nehmen wir uns ja täglich Brot, Semmeln, Brezen oder Brot. Der Landwirt braucht Boden.
Den Boden kann er entweder pachten, dann muss er Pacht dafür zahlen. Er kann Kredit aufnehmen und das Land kaufen, muss er Zinsen zahlen. Ich war 9 Jahre Banker, 7 Jahre Investmentbanker. Die Zinsen sind momentan niedrig, aber immerhin ein bisschen Zins muss man heute doch zahlen. Oder das Dritte, der Boden gehört ihm selbst. Und dann gibt es etwas ganz Absurdes für jetzt Nicht-Ökonomen, dann muss er trotzdem kalkulatorische Eigenkapitalkosten ansetzen, weil er könnte den Boden ja verpachten oder vermieten. Und das, was ihm da entgeht, das sagen wir Ökonomen, das muss er auf den Produktpreis draufschlagen. Dann das goldene Saatgut, das Korn, der Traktor sind Kapitalgüter, das gehört er ihm entweder selbst, da muss er kalkulatorische Eigenkapitalkosten draufschlagen, oder er nimmt Bankgeld auf, zahlt Zinsen. Und dann am Schluss seine Arbeitskraft, so wenn wir uns einen 25 Kilo Demeter Dinkelsack kaufen für 40 Euro, sind diese 40 Euro, ist ein Teil davon Kapitalkosten für Boden, für Kapital und ein Teil Arbeitskosten. Das Korn wandert weiter zur Mühle, da ist das Gleiche, die Mühle braucht Boden, die Mühle selbst ist ein Kapitalgut, die Arbeitskraft des Müllers, beim Bäcker das Gleiche, Boden, der Ofen, der Laden und die Arbeitskraft des Bäckers, sodass wir am Schluss in jedem Produkt, das wir kaufen, ob wir es wollen oder nicht und ob wir es wissen oder nicht, spielt keine Rolle, ist einfach dieser Kapitalanteil innen drinnen. Ja, dem kommen wir nicht aus. Wir Ökonomen sprechen da von einer Rente. Rentenzahlungen sind Zahlungen, wo ich nichts dafür tun muss. Also ohne Arbeitsleistung Geld, Geld, das ohne Gegenleistung fließt. Wie groß sind diese Ströme? In Deutschland sind diese Ströme ungefähr 550 Milliarden Euro. Die Zahl ist vom Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, SVR. Das sind unsere 5 Weisen, die Frau Merkel beraten, also die Regierung beraten, also wirklich Top 5 Volkswirte. Die sagen, wir haben momentan in Form von Nicht-Arbeitseinkommenszuflüssen oder Renteneinkommen aus Bodenrenten, das sind Mieten, Pachten, das sind Dividenden, Gewinne und Zinsen, momentan 550 Milliarden Euro. Jetzt kann man sagen, die Zinsen sind ja sehr niedrig, stimmt. Aber die Bodenrenten, die Mieten und Pachten sind so hoch wie noch nie. Die Dividenden und Gewinne sind so hoch wie noch nie. Also in Summe sind diese Zahlungen seit der Finanzkrise nicht runtergegangen, sondern sogar noch gestiegen. Also 550 Milliarden, wie viel ist das, kann sich kein Mensch vorstellen. Unser Finanzminister, noch Finanzminister, ja, bevor er jetzt Bundestagspräsident wird, hat pro Jahr 300 Milliarden. 550 ist also sehr viel mehr als der gesamte deutsche Bundeshaushalt. Wir geben in Deutschland jährlich aus für Güter und Dienstleistungen ungefähr 1.700 Milliarden. Wenn man da 550 in Relation stellen, muss man sagen, ungefähr ein Drittel, 30%. Also trinke ich einen Cappuccino für 1 Euro, 30 Cent davon ist Kapitalanteil. Wo fließen die 30 Cent hin, ob ich es weiß oder nicht? Naja, sie fließen zu denen, wo es Geld haben und die Vermögen haben. Und die Vermögen sind in Deutschland so verteilt, laut Deutscher Bundesbank. Ja, die oberen 10% besitzen 60%, die untere Hälfte in Deutschland leider nur 2,5%. Das hat auch Frau van der Leyen, als sie noch Sozialministerin war, unter Merkel gesagt, liebe Bundesbürger, die untere Hälfte von euch hat netto 1-3% Vermögen. Also die untere Hälfte in Deutschland ist vermögensfrei. Vermögen ist an dem oberen Ende. Das obere 1% hat etwa 1/4 bis 1/3. Ja, da fließt das Geld hin. So einfach ist es. Also einmal Cappuccino trinken, 1 Euro, 10 Cent davon fließen an die oberen 1%, 20 Cent fließen an die oberen 30-40%. Also das sind Zahlen vom Sachverständigenrat, Zahlen der Deutschen Bundesbank, seriöser geht es nicht. Das soll jetzt auch kein Vorwurf an reiche Menschen sein oder so. Mein Schwiegervater war Unternehmer. Also keine Reichenschelte, nur so sind einfach die Flüsse, wir können da auch sprechen von einer reichen Steuer in Deutschland, die perfekt funktioniert. Alle zahlen ständig an die Reichen. Es gibt auch den Ausdruck Tributökonomie seit kurzem. Alle zahlen ein Tribut. Ja, logisch, dem das Land gehört, der kriegt seine Pacht und dem das Haus gehört und die Maschine gehört, der kriegt seinen Anteil und so weiter. Ja? Also das sind Zahlen der Bundesbank. Diese leistungslosen Einkommen, das glauben einem die Leute immer nicht so recht. Boston Consulting ist eine ganz konservative Unternehmensberatungsgesellschaft. Die macht einmal im Jahr so einen Wealth Report, einen Vermögensreport. Und die sagen, momentan sind die Assets under Management auf der Welt 168 Billionen US-Dollar. Assets under Management sind fremdverwaltete Vermögen. Ich war Investmentbanker, ja. Zu Goldman Sachs durften Kunden kommen ab 5 Millionen Vermögen.
Davor dürfen Sie kein Konto eröffnen bei Goldman Sachs. Und sagen, gib uns dein Geld, wir machen das Beste draus und auf Wiedersehen. Jeden Monat kriegst du deinen Kontoauszug. Also das sind Assets under Management. Das wird investiert von Südamerika über Europa nach Asien in den drei Hauptvermögensklassen Immobilien, Real Estate, in Dividendenpapiere und in Schuldpapiere. Und ich weiß gar nicht, wo das Geld ist. Kriege ich jeden Monat meinen Kontoauszug und meine Girozahlungen. Das meine ich mit leistungslosen Einkommen, dass ich gar nicht weiß, wo das Geld ist. 168 Billionen, das ist gut, das doppelte Weltsozialprodukt. Und wenn ich jetzt einen Zinssatz von 4% ansetze, den kriegt man zurzeit locker. Die Börsen flutschen gut, Immobilienmarkt läuft gut. 4% heißt, allein die Renditen aus diesen Geldern sind 2- bis 3-mal das deutsche Sozialprodukt. Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaft der Erde. 2- bis 3-mal das gesamte deutsche Sozialprodukt wandert nur an die Assets under Management. Die Assets under Management sind in Hand von 1-3-5% der Erdbevölkerung. Keynes, der vielleicht bekannteste Ökonom überhaupt, hat darauf hingewiesen, der spricht in dem Zusammenhang von Functionless Investor. Und er geht davon aus, dass der eliminiert werden wird, dass der zugrunde gehen wird. Also die Prognose stimmt nicht, die Analyse stimmt schon. Auch Ernst Friedrich Schumacher, auch ein relativ bekannterer Ökonom, spricht auch von funktionslosen Eigentümern. Und man muss hier stark unterscheiden, der Unternehmer, der auch, zum Beispiel mein Schwiegervater, die aufbauen, sich mit dem Unternehmen verbinden, Arbeitsplätze schaffen, das ist guter Kapitalismus, wenn wir das Wort verwenden. Die bauen auf, die identifizieren sich mit dem Unternehmen, die schaffen, die wissen, was Sache ist, die haben das im Griff. Dann wächst das Unternehmen weiter, dann kommt die Kindergeneration, die Enkelgeneration und die Enkel, Urenkel, die wissen dann gar nicht mehr genau, was gemacht wird, die machen nur noch die Hand auf. Also das, was im Kleinen wundervoll ist, dieses aufbauende Unternehmertum, wird im Großen zum funktionslosen Investor, der gar nicht mehr weiß, wo das ist. Und zum Daimler gehört, zum Beispiel gehören an die 10% einem arabischen Investor, ja, der weiß nicht mal, wie man Sindelfingen buchstabiert. Ja, aber kriegt immer Dividende ausbezahlt. Das meine ich mit funktionslosen Investor. Ja, ich will jetzt keine Kapitalismus-Schelte im Globalen machen, sondern das Unternehmertum, und da ist Kapitalismus wunderbar. Aber wenn sich das anonymisiert, in die großen Finanzmärkte geht, an die Börsen geht und kein Mensch weiß mehr was, das ist funktionsloses Eigentum, funktionsloses Geld im Prinzip. Wir sind der Martin Luther, ja. Der bringt es ganz gut auf den Punkt, und er, der Zinsen nimmt, leidet darüber keine Gefahr, weder an Leib noch an Ware. Er arbeitet nichts und er sitzt hinterm Ofen und brennt Äpfel. Ja, wunderbar, wunderbar bringt er das auf den Punkt. Diese Ströme sind bekannt in der Geschichte. Es gab viele alte Kulturen, die wussten, das Geld konzentriert sich immer mehr, fließt immer mehr zusammen über diese Zahlungen bei immer weniger Leuten. In Bayern wissen wir das eigentlich auch, ja, das Gold kommt zum Gold und Zach kommt zum Sach. Und Zach heiratet Zach, damit alles zusammenbleibt. Ja. Also dieses Konzentrieren ist bekannt. Deswegen gab es zum Beispiel in Mesopotamien alle 1-2 Generationen Schulden- und Vermögensschnitte. Aber auch im alten Griechenland unter Solon, ein wunderbarer Herrscher, der hat das auch gemacht. Oder selbst im Alten Testament gibt es dazu einen Bezug. Da steht, das ist das Erlassjahr, dass jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll. Nach 7 mal 7 Jahren, im 50. Jahr, im großen Erlassjahr, gab es einen Schuldenschnitt. Da haben viele Hurra geschrien. Da wurde auch die Sklaverei, die in Schuldknechtschaft geraten waren, wurden wieder befreit. Viele schreien Hurra, ein paar wenige schreien gar nicht Hurra, nämlich die, die eben das abgeben müssen, die Vermögenden. Ja. Das gab es in der Geschichte immer, immer wieder, diese Vermögensschnitte, Schuldenschnitte. Und wir heute glauben aber, nein, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir sind viel klüger als die Alten. Wir haben jetzt die Weisheit ganz neu erfunden und wir finden es gar nicht schlimm, wenn die Vermögen immer mehr kumulieren. Diese leistungslosen Einkommen von 550 Milliarden, wo müssten die eigentlich hin mit gesundem Menschenverstand? Die müssten zu Ihnen, ja, zu den leistungslosen Menschen, zu den Kindern, Schülern, Studenten. Studenten in dem Sinn leisten ja nichts, indem sie für die Kleidung und fürs Wohlbefinden anderer Menschen beitragen, und zu den Senioren.
Das sind knapp 40 Millionen in Deutschland, die nicht arbeiten. Da müssten diese leistungslosen Einkommen eigentlich hin. Dann wäre der soziale Organismus gesund, das Geld würde wie das Blut zirkulieren und es wäre alles in Ordnung. Aber etwa ein Drittel davon zirkuliert nicht, sondern zirkuliert auf die Girokonten von relativ wenig Menschen und immer weniger werdenden Menschen. Ich bringe gleich noch Zahlen. Und das führt zu Verkrampfungen im sozialen Organismus und zu schlechten Entwicklungen. Also wir sehen weltweit seit spätestens 1980 zunehmende Ungleichverteilung. Da sind auch alle Ökonomen d'accord und sagen, ja logisch, das ist seit Bush, seit Reagan und Thatcher sehen wir, weltweit geht die Schere auf, eigentlich in allen Regionen der Erde. Also die Ungleichverteilung steigt, die Schere geht auf. Nun, reiche Leute sparen mehr als Arme. Nämlich Familie Quandt zum Beispiel. Opa Quandt hat BMW gerettet in den 50er Jahren. Wunderbar, dadurch gibt es noch BMW. Die Enkel heute, Johanna, Stefan Quandt und die Frau Klatten, kriegen am Tag 1 Million Euro Dividende auf Girokonto. Jeden Tag. Aber BMW schüttet nur einen kleinen Teil aus und sie haben noch andere Investments. Also wenn sie am Tag 1 Million kriegen, so viel können sie gar nicht Schnitzel essen und Lamborghini fahren. Ja, die Sparquote von wohlhabenden Menschen ist sehr hoch. Also, wir haben zunehmende Ungleichverteilung, die Sparquote steigt. Und zunächst mal sagt man, super, wir haben niedrige Zinsen. Das ist alles noch vor der Finanzkrise. Ja? Wir haben niedrige Zinsen, viel Kapital, super. Können wir gut investieren. Ich war in 3 Banken bis 2002 und in alle 3 Banken habe ich gesagt, macht was mit dem Geld, wir haben zu viel. Ja, dann haben wir halt Investmentbanking gemacht. Das hat damals noch teilweise anders geheißen. Das war erst so im Aufkommen. Niedrige Zinsen. Investieren ist ja was Wunderbares, ja? Wenn man die Dinge braucht. Wenn wir Häuser bauen und wir haben zu wenig Platz zum Wohnen, ist Investieren und Häuser bauen wunderbar. Wenn jeder schon eine Wohnung hat und wir bauen die Häuser weiter, dann wird das, was im Kleinen ein Segen ist, plötzlich zum Fluch. Also das, was das menschliche Maß überschreitet, wird dann ein unmenschliches, ein schlechtes. Das haben zum Beispiel die Spanier gemacht. Bis 2007 haben die jedes Jahr mehr Häuser gebaut als Deutschland, England und Italien zusammen. Ja, ein Volk von 40 Millionen baut mehr Häuser wie 200 Millionen zusammen. Ja, und jeder, der bis 13 konnte, wusste eigentlich, das kann nicht gut gehen. Die hatten 2 Millionen Immobilien leer stehen und seit 10 Jahren sitzen sie in einer furchtbaren Depression, 20-25% Arbeitslosigkeit. Weil wenn man das Guten zu viel macht, dann wird es eben böse, dann wird es schlecht. Also man kann auch überinvestieren, will ich damit sagen. Investieren sind nicht als solche gut, sondern eine Fehlinvestition ist was gar nicht gut ist. Der spanische Ökonom Montalvo sprach von einem Immobilientumor in Spanien. Jetzt ein paar Zahlen, wozu diese Ströme führen. Zahlen für USA, reales Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Also USA hat beinahe ein Viertel der Weltwirtschaftskraft. Mit Abstand, die geben mit Abstand den Takt vor für die gesamte Erde. Nicht etwa China oder Indien in keiner Weise, sondern sind die USA. In den 33 Jahren von 78 bis 2011 ist das reale BIP, die reale Wirtschaftskraft pro Kopf, ist von 100 auf 173 gestiegen. Von 100 auf 173 gestiegen, das heißt, 100 Haushalte, die vor 33 Jahren 100 Autos haben, haben dann 173 Autos. 100 Bildschirme, 173 Bildschirme, die aßen 100 Burger, heute essen sie 173 Burger. Man sieht das ja auch am BMI der Amerikaner. Also, die Amerikaner hatten ein wirklich sattes Wirtschaftswachstum. Ganz ähnlich auf der ganzen Erde war das Wirtschaftswachstum ähnlich, auch etwa auf 173 pro Kopf. Aber die Medianeinkommen, das sind die Einkommen von den Leuten, die genau in der Mitte sind, wo die Hälfte mehr verdient, die Hälfte weniger. Das ist also so John Everybody and his brother, ja, so der normale Mittelstand. Die haben in diesen 33 Jahren nach US-Regierungsangaben ist deren Einkommen von 100 auf 105 gestiegen. Also sagen wir, in der Mitte ist fast nichts angekommen, sondern dieser ganze Wohlstand ist nach oben geflossen. Das heißt, die Masseneinkommen sind eigentlich seit 33 Jahren in den USA, seit fast 40 Jahren stagnieren die, pro Kopf gesehen. Und wo ich die Zahl gelesen habe, dachte ich, wie kann das eigentlich sein? Ja, wir hatten das ganze Zeug gekauft. Von welchem Geld haben denn die Leute die ganzen Autos und Chemieanlagen und Restaurants und Burger und alles? Ja, wir hatten das ganze Klump gekauft. Von welchem Geld? Die haben 5% mehr im Geldbeutel auf dem Giro und kaufen 73% mehr pro Kopf. Naja, die Antwort ist Kredite.
die Verschuldung in 16 Industrieländern, inklusive Deutschland, ist die Verschuldung in diesen 33 Jahren real ohne Inflation auf das Sechsfache gestiegen. Die Verschuldung hat sich versechsfacht der privaten Haushalte. Und jeder, der nicht gerade Ökonom ist, ja, so geht es nicht weiter. Denn nochmal 30 Jahre, dann haben wir eine Versechsunddreißigfachung. Nochmal 30 Jahre haben wir eine 160-Fachung. Und dann hat jeder von uns 10 Millionen Dollar Schulden oder Euro. Ja. Also das geht nicht. Das heißt, was wir hier sehen, dieser Keil, der sich da gebildet hat, das soll also das Medianeinkommen bilden, der ist auf Schuld gebaut, auf Sand gebaut. Und ist absolut nicht nachhaltig. Und in dem Moment, wo wir den Stecker ziehen und diese Schuldenpyramide sich lockert oder zusammenbricht wie 2008, dann kriegen wir ein Problem, dann tritt dieser rote Pfeil ein. Zum Beispiel in Griechenland, -25%, den haben wir den Stecker gezogen. Ja, die kriegen keine Kredite mehr, die Spanier auch nicht mehr. Und dann scheppert es, dann geht es ziemlich nach unten. Und wenn wir jetzt die Zahlen mal genauer anschauen, da bin ich ziemlich blass geworden. Die Wirtschaft ist ja da, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und wir bräuchten in der Masse, die Zahlen gelten ähnlich für Deutschland, wir bräuchten eigentlich eine Produktion von 105, das ist das, was wir uns real leisten können. Es sind aber da 173. Wenn man das durcheinander teilt, kommt 0,6 raus. Das heißt, eigentlich reichen 3 von 5 Fabriken. Eigentlich reichen 3 von 5 Restaurants und Hotels. Eigentlich können wir 40% der Industriebevölkerung, der Arbeitsbevölkerung in die Arbeitslosigkeit schicken. Brauchen wir nicht. Wenn Sie diese Zahlen anschauen, das ist mir etwas zweierlei geworden, haben wir eine Überkapazität, je nachdem von wo Sie rechnen, von 40% oder 60%, je nachdem wie Sie das berechnen. Das sind ziemlich kritische Zahlen. Die Frage ist, wer kauft heute noch das ganze Klump? Ja, die Leute haben das Geld nicht, deswegen machen die Notenbanken Nullzinspolitik, verschenken das Geld, geben es sogar mit Negativzinsen ab, real. Auch Siemens, auch BASF zahlen Negativzinsen. Also wenn sie Schulden aufnehmen, haben sie mehr als vorher. Und dadurch gehen teilweise Unternehmen shoppen, indem sie investieren, jedenfalls in Deutschland. Die Leute kaufen Häuser wie blöde, weil es Geld nichts kostet. Und die Regierungen gehen shoppen, weil es Geld nichts kostet. Frau Merkel sagt, ich habe einen ausgeglichenen Haushalt, ich bin ganz toll. In Wirklichkeit hat es Draghi gemacht, denn sie zahlt keine Zinsen mehr. Spart sich 40 bis 50 Milliarden Zinsen pro Jahr. Und das Geld fließt jetzt in Schulen, im guten Fall, oder Hochschulen. Und dadurch läuft die Ökonomie noch. Also die Frage ist ja, warum sind wir noch hier oben und die Amis und die Engländer? Aber im Prinzip haben wir diesen Weg vor uns, wenn wir nicht sehr aufpassen, weil die Massennachfrage reicht überhaupt nicht aus, um die Massenproduktion abzunehmen. Es gibt Schätzungen, dass von den 50 Autostraßen in Europa wir eigentlich nur 30 brauchen, sagen jetzt Fachleute. Sogar die offiziellen Zahlen zeigen das. US Capacity Utilization, also Kapazitätsauslastung offiziell heute, trotz dieser Schuldenspirale, die angekurbelt ist. Die amerikanische Regierung hat in den letzten 10 Jahren die Schulden von 10 Billionen Dollar auf 20 Billionen Dollar verdoppelt. In den letzten 10, seit der Finanzkrise. Und trotz dieser Schulden, dieses Schuldenaufbaus sind heute die Kapazitätsauslastung ist relativ niedrig. Wenn man das mit den 70er, 80er Jahren vergleicht, sind wir hier nur bei gut 75% der Normalauslastung. Also von der durchschnittlichen Auslastung, die war hier 85%. Wenn wir uns die Arbeitsbevölkerung anschauen, US Labor Force Participation Rate, wie viele Leute von denen, die im erwerbsfähigen Alter sind, arbeiten eigentlich? Das war hier vor der Finanzkrise und vor der New Economy Bubble waren es zu 66-67%, dann kam die Finanzkrise, die Leute haben kapituliert, suchen keinen Job mehr, sind heute bei 63%. Also es arbeiten heute 3 bis 4 Prozentpunkte, das sind 8 bis 10 Millionen Menschen weniger in den USA als vor der Finanzkrise, weil die sagen, ich brauche gar keinen Job suchen, ich finde nämlich keinen. Also auch die Auslastung der Arbeitskraft in den USA ist nicht so gut, wie uns die offiziellen Zahlen zeigen. Offiziell heißt ja 4 bis 5% Arbeitslosigkeit, da dürfen wir nochmal das Gleiche draufschlagen. Wissen auch alle Profis. Und jetzt kriegen wir so ein bisschen Hinweis, warum die Notenbanken das machen. Ja, die Situation ist sehr gefährlich. Das ist eigentlich so ein Tanz am Rande des Vulkans. Ja, die wissen genau, die Kapazität ist viel, viel höher als die Nachfrage. Und wenn wir nicht permanent Geld reinschütten, auf Teufel komm raus, dann fliegt uns die Kapazität um die Ohren. Also die Argumentation ist wie folgt. Wir haben eine bestimmte Eigentumsordnung, die da sagt, Vermögen in beliebiger Höhe ist gut, richtig und wichtig.
Es wird nie gesagt, man muss einen Schuldenschnitt machen wie in Mesopotamien oder Griechenland oder alten Israel, sondern das ist ja Raub, ja, Vermögen geht gar nicht. Ja. Also Vermögensanhäufung beliebiger Höhe ist gut, Zinseszinseffekt ist gut, richtig und wichtig. Das ist in der ersten Stunde erster Satz, jede Finanzierungsvorlesung, 1 Euro morgen ist weniger als 1 Euro heute, so ist es. Also es wird nicht in Frage gestellt, obwohl alte Kulturen und Religionen das eigentlich immer in Frage gestellt haben, ja, weil wir glauben, wir sind viel klüger als sämtliche alten Religionen und Kulturen gemeinsam. Wenn ich diese beiden Dinge habe, dann kommt es automatisch, wie durch ein Naturgesetz, zu zunehmender Ungleichverteilung. Das muss so sein. Die Dividenden kumulieren sich, die Mieten, Pachten kumulieren sich, werden reinvestiert und konzentrieren sich. Dann steigt die Sparquote, das Kapitalangebot steigt, die Wirtschaft wächst. Alle sagen, super, alles flutscht. Zum Beispiel Spanien, 10 Jahre lang ein sensationeller Aufschwung. Die Leute haben gesagt, ihr Deutschen, nehmt euch mal ein Vorbild an Spanien. Sie haben leider nicht auf die 2 Millionen leerstehenden Häuser geschaut. Ja. Nehmt euch doch ein Beispiel an Spanien. Das funktioniert aber nicht gut. Wir haben ja Überinvestitionen. Massennachfrage bleibt zurück, Überschuldung. Und dann kommt in irgendeiner Form eine Bereinigung. Ein sehr interessanter Philosoph und Mathematiker, Rudolf Steiner, also Begründer der Waldorfschulen, den kannte ich bis vor kurzem überhaupt nicht, der hat im April 1914 in einem Vortrag in Wien was gesagt, über dieses Zitat bin ich draufgekommen, auf die Dinge. Der hat damals gesagt, es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe. Eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom. Das war im April 1914. Und er hat gesagt, liebe Leute, wir stehen vor einer erheblichen ökonomischen Krise oder vor einer Weltkriegskrise, hat es prognostiziert. Und gesagt, wir haben 2 Möglichkeiten, diese Sache zu lösen. Wir haben so eine Kapazität und so eine Nachfrage. Wir können es mit Vernunft lösen oder ohne Vernunft. Ja, das war im April 1914. Im August 1914 begann die Lösung ohne Vernunft. Aber die Lösung ohne Vernunft hat nicht funktioniert ökonomisch, weil das, was in Europa zerstört worden ist, vor allem in unserem Land und in Österreich, Ungarn, das ist in Übersee hochgefahren, in Japan, in Australien, in den USA, sind die Kapazitäten nach oben geschnellt während des Ersten Weltkriegs, sodass wir 1929 wieder die Situation hatten, so eine Kappa, so eine Nachfrage. Dann kam die große Depression, hat auch nicht gereicht. Hat nichts rausgenommen, hat uns den Adolf Hitler beschert mit 6 Millionen Arbeitslosen, Hungertoten, Erfrierende in Berlin. Grauenvolle Zustände. Die ökonomische Bereinigung war der Zweite Weltkrieg. Bombennächte in Deutschland, Hiroshima, Nagasaki in Südostasien. Da ist die Produktion richtig runtergefahren worden und haben wir wieder ein Match gehabt von Angebot und Nachfrage. Und jetzt haben wir wieder angefangen, das aufgebaut seit 70 Jahren, jetzt haben wir wieder den ähnlichen Keil wie 1914 oder 1929. Die Situation ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Und warum Krebsgeschwür? Also diese 550 Milliarden leistungslos, ich spreche wie gesagt nicht von den Mittelständlerunternehmen, nicht vom Kaminkehrer, nicht vom Bäcker und Metzger, sondern von den tüchtigen Unternehmern, die wir millionenweise haben, sondern ich rede von dem funktionslosen Eigentum. Das müsste eigentlich zirkulieren im Organismus, dort zirkuliert es nicht. Es kondensiert sich, es koaguliert, wie die Mediziner sagt, auf den Girokonten von relativ wenig Menschen. Die wissen nicht, wohin damit. Was, jetzt kaufe ich mir nur eine Solarfabrik, jetzt kaufe ich mir nur eine Autofabrik, jetzt kaufe ich mir nur eine Goldmine und was auch immer. Finanziert wird das alles mit Schulden, damit die Leute das Klump auch kaufen. Und das ist ein Wachstum, das keine Berechtigung hat, das ist nicht nur keine Berechtigung hat, sondern das schädlich ist, das ist krebsartiges Wachstum. So kommt dieser Ausdruck zustande. Also was könnten wir machen? Das Hauptproblem ist diese ungehemmte Exponentialfunktion. Dazu vielleicht noch eine Zahl, eine Anekdote. Es gibt die Anekdote vom Josefspfennig. Wenn Maria und Josef bei der Flucht nach Ägypten im Jahre 0, mathematisch gesehen, im Jahre 0 einen Pfennig oder einen Cent hinterlegt hätten bei einem Geldwechsler für 4% Zins. Ja, für 4% Zins haben wir im Investmentbanking nur gelacht. Ja. Unter 25% haben wir keinen Deal angefasst. 4% Zins haben wir oft gesehen in der Geschichte. 4% Zins, 1 Cent im Jahre 0,
wächst exponentiell bis zum Jahr 1750 auf einen Geldberg, der so viel wert ist wie die gesamte Erdkugel aus Gold. Aus einem Cent. Exponentialfunktion, die Mathematiker, Techniker, Ingenieure, ja, logisch, Exponentialfunktion, ja, das ist so, das explodiert. Das geht nicht. Und wir haben das aber in unserem Wirtschaftsorganismus drinnen, dieses Exponentialwachstum, was in der Biologie nicht funktioniert. Ja, Biologie führt es zum Krankheit oder Tod. Bazillen und Viren wachsen in uns exponentiell, solange bis sie mit Grippe im Bett liegen. Oder Krebs wächst in uns exponentiell, bis er eben nicht mehr wächst, weil der Wirt nicht mehr da ist. Also Exponentialwachstum in der Biologie geht nicht, zerstört Leben. Für eine kurze Zeit kann es sein, Bäume wachsen nicht in den Himmel oder menschliche, auch Menschen, wenn Säuglinge auf die Welt kommen, sagen wir mit 3000 Gramm, die verdoppeln ihr Lebendgewicht in 3 Monaten auf 6000 Gramm. Wir haben 4 Kinder. Wenn die so weiter wachsen würden, 4 Jahre lang, dann wiegen sie über 10 Tonnen. Ja, also Exponentialfunktion. Also das geht nicht in der Biologie. Oder so eine kleine Buchecke, aus der kommt eine ganze Buche, die wächst natürlich über viele Jahre exponentiell im Frühjahr und im Sommer. Aber Bäume wachsen bekanntlich nicht in den Himmel. Wenn alle Bucheckern immer weiter wachsen dürften, wie sie wollen, hätten wir in 10 Jahren die ganze Erde voller Buchen. Also Exponentialwachstum geht nicht bei Lebewesen und wir machen das aber. Und das ist ziemlich gefährlich. Also diese Exponentialfunktion müssen wir in irgendeiner Form brechen, sonst kriegen wir ein Problem. Nämlich, es wäre so einfach, eine kommende Krise, also die Situation ist ziemlich gefährlich momentan. Ja? Eine kommende Krise zu bereinigen, wäre sowas von primitiv einfach. Wir müssten eigentlich nur dieses Geld vom Wasser, vom Cappuccino trinken, vom Friseur, eigentlich da, wo ständig von das Geld von allen zu wenigen fließt, diese Ströme stoppen oder gar umkehren. Aber stoppen wird wahrscheinlich schon reichen. Also das Geld zurückgeben dahin, wo es herkommt. Zum Beispiel einfach eine Abgabe auf Nicht-Arbeitseinkommen. Eine Abgabe auf leistungslose Einkommen. Also dieser Slogan, Leistung lohnt, ja, der stimmt überhaupt nicht in Deutschland. Nichtleistung lohnt, ganz enorm. Und die leisten, haben seit 30 Jahren keine Lohnerhöhung bekommen. Die Medianeinkommen in Deutschland sind seit 20, 30 Jahren nicht gestiegen. Also zum Beispiel, indem man auf nicht selbst genutztes Bodeneigentum eine Abgabe von 3% drauflegt. Also wenn man selber drin wohnt, super, auch die Kinder, die drin wohnen, Freibeträge, alles in Ordnung. Aber wenn man wie unser früherer vorübergehende Finanzminister, wie ist der nochmal, aus der CSU, wenn man Ländereien aus dem 18. Jahrhundert hat, die man dann auch in einem Steuerfonds unterbringt, nach österreichischem Recht in eine Stiftung einbringt, um es am deutschen Fiskus vorbeizubringen, ja, der deutsche Finanzminister. Ich meine solche Zahlungen, ja, wo ich einfach 10.000 Hektar habe und kriege jeden Monat meinen Scheck dafür oder meine Überweisung. Diese Zahlungen, wenn man die belegen würde mit einer Abgabe, dann hätten wir im Jahr 100 Milliarden Einnahmen, ein Drittel vom Bundeshaushalt, geben dieses Geld an die kleinen Leute, nämlich brutto gleich netto für die Einkommen bis 1.500 Euro. Mein Neffe war Kfz-Mechatroniker, im ersten Lehrjahr 705 Euro verdient, 395 Euro rausgekriegt. Abgabenquote 40%, da war der Arbeitgeberanteil noch nicht dabei. Abgabenquote 50% bei den kleinen Leuten. Aber die Millionärsabgabe für Zinsabschlagsteuer ist 25% in Deutschland. Da zahlt nicht, das ist nur halb so viel wie mein Neffe als Kfz-Mechatroniker. Also brutto gleich netto für die kleinen Leute bis 1.500 Euro. Keine Sozialversicherung, keine Einkommenslohnsteuer. Dann geht das Einkommen von den kleinen Leuten hoch. Der Keil geht zu, Krise weg. Es wäre so primitiv einfach. Die Spanier könnten das auch machen, die Griechen auch machen und sofort wäre die Krise weg. Die Spanier haben riesige Latifundien, Großgrundbesitz in Andalusien, die werden nicht angetastet. Und solange sie das nicht machen, kommen sie auch so leicht nicht aus der Krise. Also es wäre ganz primitiv einfach und auch die Politiker können sich nicht rausreden, dass der Boden von Augsburg nach Luxemburg wandert. Der ist nämlich immobil, ja? Er ist nicht mobil. Deswegen eine Immobiliensteuer, die kann man nicht ausweichen. Man kann sie überwälzen, ja, aber auch nur eingeschränkt. Insofern, es wäre eigentlich primitiv einfach, die Krise zu vermeiden über beispielsweise Bodeneigentum mit großen Freibeträgen, ja, sodass es die einfachen Leute, die normalen Leute, die normalen Häuslebauer nicht betrifft. Wir müssten auch irgendwann mal an die Unternehmensanteile gehen, weil jemand, der am Tag 1 Million auf Giro kriegt, Dividende für nichts tun,
Das ist ethisch, religiös, christlich pervers und ökonomisch brutal gefährlich, weil es Krebs erzeugt. Das ist ein ziemlich krankes System. Wenn Sie das in aller Konsequenz durchdenken, wozu das führt, ist es ein ziemlich gefährliches System. Da muss man aufpassen, denn wenn wir die Unternehmen erschrecken und die tüchtigen Unternehmer, wenn die unser Land verlassen, das wäre ganz blöd, wäre ganz schlecht, dann muss man ganz behutsam vorgehen. Und ein anderes Geld einführen, gut, brauchen wir momentan nicht, weil wir haben Nullzinspolitik. Aber langfristig bräuchten wir auch ein anderes Geldsystem, das nicht immer automatisch Zins und Zinseszins hervorbringt, wie bei diesem Josefspfennig, dass mir dann die ganze Erdkugel gehört. Also im Prinzip sind die Maßnahmen, die man ergreifen müsste, wenn man es eingesehen hat, relativ einfach. Bloß die Durchsetzung ist nicht ganz so einfach. Ja? Das ist wie beim Vermögens- und beim Schuldenschnitt in den alten Kulturen. Ja, viele haben gejubelt, 90%, 95% der Bevölkerung würde davon profitieren, aber ein paar Prozent profitieren nicht und die sind sehr einflussreich. Ja? Und deswegen ist es so eine Sache mit der Umsetzung. Aber wenn ein Problem erkannt, Problem gebannt ist, wäre eigentlich total einfach, was man machen müsste. Und selbst so erzkonservative Institutionen wie die Weltbank, das ist ja eigentlich so ein bisschen der Hort des Kapitalismus, die sagen, wir brauchen 10% Vermögensschnitt in der westlichen Welt. Also das, wie ich das gelesen habe, war ich fassungslos. BCG, Boston Consulting, das ist so ähnlich wie McKinsey, die sagen, wir brauchen in Europa 30% Vermögensschnitt. 25. So ganz konservative Leute, die sagen, wir wollen das System retten. System retten geht nur, wenn wir einen Schnitt machen. Vermögensschnitt machen, Schuldenschnitt machen. Sonst fliegt uns das Ganze um die Ohren in irgendeiner Form. Also entweder in Form von einer Depression, wenn wir Glück haben, aber wenn wir Pech haben, in Form von Zerstörungsprozessen, Krieg oder Bürgerkrieg. Also die Situation ist ökonomisch gesehen sehr, sehr gefährlich momentan. Jetzt noch am Schluss, was könnte jeder Einzelne tun? Aber das ist jetzt ein Sprung, da geht es darum, wo könnten wir langfristig sein? Kurzfristig haben wir ein Überkapazitätsproblem und ein Crash-Problem. Also die Finanzkrise hat noch gar nicht angefangen. Ja, das war nur ein erstes Aufflackern. Was in der Zwischenzeit aufgelaufen ist an schlechten Schulden und an Überproduktion, ist noch schlimmer als vor 10 Jahren. Also die eigentliche Finanzkrise, die kommt eigentlich noch. Und jetzt unabhängig von dieser momentanen kritischen Situation, wenn wir sagen Kompass, wo wollen wir denn langfristig hin in 1, 2 oder 3 Generationen, dann muss man sagen, dass jeder von uns im Schnitt, Studenten nicht, ja, hat jeder daheim ungefähr 10.000 Produkte in ganz Europa. Jeder hat 10.000 Produkte daheim, davon braucht er 9.500 vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also wir haben sehr, sehr viel Zeug zu Hause. Joseph Beuys hat es mal, dieser wunderbare Künstler, hat es vor 30 Jahren ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn wir mit einem etwas wachen Auge durch die Straßen laufen und in die Schaufenster schauen, 90% der Produkte brauchen wir nicht und sie sind uns sogar schädlich. Ich rede jetzt nicht von Studenten, ja, auch mein Sohn und meine Tochter studieren beide. Die knapsen natürlich ständig am notwendigsten. Also es gilt für sie nicht, aber sie werden auch mal, nicht Erwachsene, sondern sie werden auch mal mündige Bürger mit hohem Einkommen. Und dann ist die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich? Und wenn wir so durch die Fußgängerzone von Augsburg spazieren und schauen in die Schaufenster links und rechts, ja, wie viel brauchen wir davon eigentlich? Naja, vielleicht ist diese Zahl von 90%, kann man darüber diskutieren, aber wir brauchen sicherlich nicht alles, was da ist. Und so kann man sich überlegen, langfristig, wo wollen wir hin? Da bin ich Anhänger der Postwachstumsökonomie. Ich bin auch gut bekannt mit dem Nico Pech. Ich sage, dass wir langfristig von dieser Überproduktion runter müssen. Und das kann man machen, indem man in sich geht und überlegt, wo kann ich auf Unnötiges verzichten? Oder was ist mir wirklich wichtig? Aber da kann man sogar schon als Student damit anfangen. Ich habe immer wieder heiße Diskussionen mit meinem Sohn, der macht Statistik, meine Tochter macht VWL. Da kann man auch schon in jüngeren Jahren überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich, ja, gerade bei knappem Budget. Und wenn man darüber nachdenkt, sinniert, dann kann so aus dem Herzen, aus der Seele rauskommen, was ist mir wirklich wichtig in 10, 20 Jahren. Und dann gehen wir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren mit den uns anvertrauten Dingen anders um. Und ich vermute, dass wir da nicht mehr ganz so viel brauchen werden. Ah, Luther, ja, Zitat, Luther bringt es gut auf den Punkt, schon vor 500 Jahren: Was mir unser Herrgott gibt, das nehme ich gern. Was er nicht gibt, das kann ich gut entbehren. Das ist mein Wahlspruch, dass ich mir genügen lassen kann. So halte ich Haus. Also der bringt dieses
diese Meditationsformel ziemlich gut auf den Punkt. Ein zweites, Umgang mit Kapital und Zinsen. Sparen ist gut, finde ich persönlich gut, fürs Alter, für Krankheit, für die Kiddies. Sparen ist gut. Die Frage, was macht eigentlich die Bank mit meinem Geld? Da lesen wir immer wieder, ihr Geld arbeitet für sie. Oder your money works hard. Sogar die Amerikaner machen da noch eins drauf. Ja. Das ist eine Unwahrheit. Ja. Geld kann nicht arbeiten. Kapital kann nicht arbeiten, Geld kann nicht arbeiten. Das ist eine große Illusion, die uns da aufgebunden wird. Hinterm Rasenmäher geht immer ein Mensch her. Und wenn dann der Rasenmäher alleine fährt, was es ja gibt, ja, sind lauter Ingenieure davor und danach, die das alles gemacht haben. Also ohne menschliche Arbeit geht gar nichts. Was mich nährt, was mich kleidet, was mir ein Dach über den Kopf baut, sind immer Menschen. Deswegen kann man mit dem Satz sinnieren, meditieren. Von Geld kann man nicht leben, man lebt immer von der Arbeit anderer Menschen. Und wenn wir über dem Satz sinnieren, kann nach 20, 30 Jahren, wenn Sie dann mal 50 sind und selbst Mamas und Papas dann überlegen, was will ich eigentlich, wo soll eigentlich mein Geld eingesetzt werden? Und das soll, ich bin ganz großer Anhänger von Freiheit, freiheitlicher Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung. Das muss jeder selber wissen, ja, will ich keinen Vorschlag machen, das soll kein Papst und keine Regierung entscheiden, sondern von sich selber raus, dann kann man langsam nach 20, 30 Jahren kommt dann ein anderer Umgang mit Geld. Ah, Luther bringt es gut auf den Punkt, je weniger aufs Hundert, desto gottgefälliger und christlicher. Ist nur, weil ja übermorgen, in ein paar Tagen, ist ja 500. Jahrestag vom Thesenanschlag. Ja. Sonst sind die Lutherfolien nicht drin. Ja. Und ein letztes, man kann noch sinnieren, wie gehen wir mit unserer kostbaren Lebenszeit um? Da kann man sich klar machen, alles, was man von der Gemeinschaft in Anspruch nimmt, alles, was man beitragen könnte und nicht beiträgt, bewirkt, dass alle anderen mehr arbeiten müssen. Das ist das Tadel der Faulheit. Wir haben sehr viel Arbeit in unserem Land, sehr, sehr viel. Wir haben kaum Zeit für unsere Kinder, das wissen Sie. Also meine Tochter hat selbst wiederum zwei Kinder, die sind in der Kita. Also für die Kinder haben wir mittlerweile fast keine Zeit mehr, weil wir müssen viel arbeiten. Für die Senioren haben wir wenig Zeit. In den Krankenhäusern gibt es, in den Pflegeanstalten, in den Schulen gibt es Unterpersonal. Also wir hätten sehr viel zu tun, Umwelt und so weiter. Aber dafür ist leider kein Geld da. Stattdessen arbeiten wir für den Monitor am Rücksitz vom BMW, damit die Kiddies auf der Autofahrt auch noch optimal Computer spielen können. Dafür sind Tausende von Ingenieurstunden da und ganz viel Geld da. Und für die wichtigen Dinge ist nicht so viel Geld da. Ja. Also da kann man auch sinnieren, was will ich langfristig eigentlich in meinem Leben machen? Ja, wo will ich meine Lebenszeit für einsetzen? Ich war Investmentbanker ja 7 Jahre und dann eines Tages, meine Frau ist Kollegin in Würzburg und da war die Frage, ja, wieso bist du denn in der Hochschule gewechselt? Dann haben viele gesagt, ja, und dann hat sich die Frage gestellt, Geld oder Leben? Ja, es war schon ein Gehaltssprung nach unten an die Hochschule, aber was man dann an Freiraum hat, an Freizeit, an freier Gestaltung, das ist sensationell. Ja. Also wenn Sie viel arbeiten ist gut. Ich dachte am Anfang, beim Einstieg 40-Stunden-Woche ist nur Halbtagsbeschäftigung. Ihr wollt mehr arbeiten. Ist schon, wenn man jung ist, will man ja schaffen und machen. Aber irgendwann mal kommt Familie und Kinder und dann kann man sich überlegen, was will ich eigentlich vom Leben? Ja, wenn ich meine Kiddies nicht sehe, weil ich Tag für Tag am Deal sitze und noch ein Deal und noch ein Deal und dann sage ich, ja, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, dann kann man sich fragen, Geld oder Leben? Ja, und war eine super Entscheidung an der Hochschule, ja. Ich bereue es in keiner Weise. Aber heute arbeite ich fast noch mehr, ja. Jede freie Minute sitze ich am Schreibtisch. Also, aber das ist jetzt nur, wenn man es will, ja. Man muss es ja nicht machen, ja. Also, wenn man über die drei Dinge sinniert, dann kommt langsam aus den Herzen und Seelen von den Menschen raus in freie Entscheidungen ein anderer Umgang mit den uns anvertrauten Gütern, ein anderer Umgang mit dem uns anvertrauten Geld, und kann kommen und ein anderer Umgang mit der uns anvertrauten Lebenszeit. Wo will ich arbeiten, wenn ich 50 bin oder auch 30? Kann ja, und dann können wir von unten rauf langsam die Gesellschaft transformieren in Richtung eine mehr menschengerechte statt geldgerechte Wirtschaft. Denn heute ist die Wirtschaft sehr, sehr geldgerecht. Alles geht eigentlich extrem stark aufs Geld ausgerichtet. Es gibt dazu alternative Ansätze, ziemlich gute Ansätze. Für mich persönlich war das Beste zur Ökonomie, was ich gelesen habe, dieser Rudolf Steiner, den ich bis zur Einschulung meiner Tochter überhaupt nicht kannte. Ja, dann wäre es denn das.
Der hat Bücher zur Ökonomie geschrieben. Das ist eigentlich das Beste, was ich im ganzen Leben gelesen habe. Ich habe immer original viel gelesen. Adam Smith, Milton Friedman, wahnsinnig gute Ökonomen. Und dieser Steiner hat da mir den, fand ich, noch besser. Also es gibt mittlerweile gute Literatur dazu. Am Schluss noch, also wie gesagt, ich bin über diesen Steiner draufgekommen. Noch vielleicht ein kurzer spiritueller Flash. Ich glaube, dass wir es nicht nur, das habe ich ganz rausgelassen, was so eigentlich dahinter steckt an Gedanken hinter den Dingen, die ich Ihnen jetzt skizziert habe. Dahinter steckt auch selbstverständlich ein bestimmtes Weltbild. Wie schaue ich mein Gegenüber an? Wie schaue ich in die Welt an? Und einer der Ansätze zur Lösung der sozialen Frage, nicht nur der ökonomischen, sondern wirklich des sozialen Miteinanders, ist dem Zitat nach, liegt die Lösung der sozialen Frage, ist nur ein Angebot, ja, in der Anerkennung der göttlich-geistigen Natur des Menschen, in der Anerkennung dessen, dass dasjenige, was vom Menschen hier als physischer Leib auf der Erde herumgeht, nur der äußere Ausdruck ist für etwas, was in jeden Menschen aus der Ewigkeit hereinleuchtet. Also ganz unabhängig von Religion, ob Judentum, Islam, Buddhismus oder Christentum, dass man ganz unabhängig von der Konfession, evangelisch oder katholisch, dass man in einem anderen einen ewigen Funken sieht, irgendwas Göttliches durchscheinen sieht. Aber nicht nur im Menschen, auch im Marienkäferlein oder in der Birke oder im Amethyst, dass man da sieht, da ist vielleicht noch irgendwas dahinter, was Mächtiges, was ganz Geistiges. Ich hatte da so ein Erlebnis in der Richtung. Und dann werden wir auch anders umgehen mit den uns anvertrauten Dingen. Dann werden wir uns anders umgehen mit der uns anvertrauten Natur. Und dann werden wir auch untereinander anders umgehen. Weil wenn ich in dem anderen was Heiliges, möchte ich es mal nennen, religiös ausdrücken, was ganz Tiefes, was ganz Hohes, wie man immer das ausdrücken will, was Göttliches sehe, dann werden wir auch miteinander anders umgehen. Und deswegen Lösung der sozialen Frage, wenn wir so unser Weltbild langsam in die Richtung verändern, dann werden wir tatsächlich auch die Ökonomie anders gestalten. Und deswegen Lösung der sozialen Frage ganz langfristig in vielen Generationen, könnte das so ein Kompass sein, wo es hingehen könnte. Vielen Dank. Sind Fragen?